Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Heidi und ich möchte heute mit euch diese große Verpackung basteln. Die sieht so aus, die ist mal richtig schön groß. Das Ganze habe ich auch wieder gesehen auf YouTube und ich verlinke euch das aber unten, bei wem ich das gesehen habe. Wie diese Schachtel jetzt funktioniert, das zeige ich euch. So, die stellen wir mal an die Seite. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Farbkarton nach Wahl und von diesen brauchen wir zwei Stück und zwar in den Maßen 24,1 mal 21 cm. Davon braucht ihr zwei. Dann braucht ihr Designerpapier nach Wahl und zwar braucht ihr drei Stücke und das je zweimal. Hiervon zweimal und das hat die Maße, wenn man die Schmierzettelchen mal hier machen, 14,6 mal 7 cm. Dann habt ihr dieses hier, das hat die Maße 14,6 mal 3,5 cm und dieses Stück hat die Maße 7 mal 7 cm. Und wie gesagt, hiervon zwei, hiervon zwei. Hier zwei von und hier zwei von. Und was wir jetzt machen erstmal, eins habe ich schon vorbereitet. Ihr braucht da zwei Stück von. Wir machen jetzt dieses hier. So sieht das Ganze aus und davon brauchen wir zwei Stück. Ich habe, wie gesagt, das schon vorbereitet und wir machen jetzt eins gemeinsam. So, das lege ich mir alles wieder an die Seite. Und dann nehmen wir unser Schneide- und Falzbrett. So, das klappen wir uns kurz aus. Das machen wir mal an die Seite. Und ich brauche meinen Schmierzettel. So, ihr Lieben, ihr legt jetzt die lange Seite an. Und zwar bei 15,2 cm. Ich muss jetzt hier ums Eck gucken. So. Und falz das Ganze. Dann legt ihr es an bei 22,9 cm. Ich muss um die Kamera herum gucken. Ich glaube, das passt. Und das falzt ihr auch wieder. So, jetzt habt ihr hier eure Klebeleiste. Die dreht ihr, dass die unten liegt. Die Klebeleiste muss jetzt unten liegen. Und dann habt ihr ja die kurze Seite oben und falzt bei 7,6. Und bei 15,2. So. Die Klebeleiste habt ihr unten und jetzt dreht ihr das Ganze einmal, so dass die Klebeseite oben ist. Und dann legt ihr wieder bei 19,1. Ich muss jetzt mal hier schauen. Um die Kamera herum. So, bei 19,1 und falzt das Ganze auch nochmal. So. Dann dreht ihr das wieder um, dass die Klebeseite hier auf der rechten Seite liegt und legt es wieder bei 19,1 cm an. So. Und dann falzt ihr bis zur ersten Falzlinie. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ihr habt jetzt, die Klebeseite ist rechts. Ihr legt bei 19,1 cm an und falzt jetzt bis zur ersten Falzlinie. Ich zeige euch das gleich. So, schaut mal. Seht ihr das? Ja, oder? Hier habt ihr gefalzt bis zur ersten Falzlinie. So, und dann brauchen wir das
Schneide- und Falzbrett erstmal nicht mehr. Dann nehmt ihr euer Geodreieck und jetzt falzen wir, ich hol's mal näher ran, von diesem Punkt bis hier unten in die Ecke rein und wieder von diesem Punkt bis in diese Ecke rein. Ich lege das eben an, ich zeige es euch aber gleich nochmal in der Kamera. So. Und das mache ich hier auch noch. So. Und dann habt ihr so ein Dreieck drin. Ich glaube, das sieht man nicht richtig. Also von hier nach hier falzen und von hier nach hier falzen. So. Jetzt hole ich euch tiefer. Und jetzt schneiden wir, ihr Lieben. Hier oben ist das Dreieck und wir schneiden jetzt erstmal dieses Stück hier raus. Ich nehme mal meine kurze Schere, aber ich muss euch, glaube ich, doch höher holen. So. Und wir schneiden jetzt erstmal hier hoch. An der Falzlinie entlang. Und dann schrägen wir uns das hier schon mal ab. So. Dann drehen wir uns das Ganze und schneiden uns das erstmal hier raus. Und schrägen uns das auch ab. Und dann schneiden wir uns dieses komplette Stück hier raus. Ich zeige euch das gleich aber. So. So sieht das jetzt erstmal aus. Und dann, jetzt nehme ich aber doch mal meine Schere. Schneiden wir hier dieses Stück hoch. So. Und schrägen uns das an. Und hier auch noch. Es muss jetzt nicht perfekt abgeschnitten werden, weil das verschwindet nachher sowieso unten am Boden. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt falzen wir. Dieses falzen wir so rum, nach außen. Weil das wird hier oben, wie soll ich jetzt sagen, unser Verschluss. So, und das andere falzen wir in die gegengesetzte Richtung. Und dann haben wir noch unsere Klebeleiste. So, ihr Lieben, und jetzt kleben wir unser Designerpapier drauf. Das kommt hier hin, das hier oben und das hier. Schau mal, so seht ihr besser, oder? Gut, dann machen wir jetzt mal weiter und kleben das Ganze drauf. Wem das jetzt hier zu lange dauert, der kann natürlich vorspulen. So. Das klebe ich mir jetzt hier rein. Schaue, dass ich ungefähr die gleichen Abstände habe. Das mache ich dann hier oben drauf.
So, und dann noch das hier in die Mitte. Hoppala. So, das klebe ich dann hier noch rein. So, was wir dann machen, wir runden hier oben, das was wir nach innen gefalzt haben, die Ecken runden wir uns jetzt noch ab. So, hier klappe ich das Ganze mal so um. Genau. Und dann sieht das erstmal so aus. Bevor wir jetzt, also ihr habt das jetzt, das haben wir zusammen gemacht und wir brauchen das zweimal. Bevor wir das jetzt zusammenkleben, machen wir uns hier oben Löcher rein. Ich lege diese Laschen so übereinander, mach mir dann rechts und links so Klammern dran und dann nehme ich meine, ich glaube, jetzt muss ich euch wieder höher holen, dann nehme ich mir mein Crocodile. Ich hatte, glaube ich, 4 cm Abstand genommen. Das könnte ich kurz vorher noch mal aufzeigen. Zeichnen, Entschuldigung. Also wie gesagt, erstmal nehme ich eins. Das reicht ja auf einer Seite. Und dann habe ich mir, jetzt brauche ich mal kurz einen Stift, bei 4 cm ungefähr mittig. Also hier habe ich bei 0 angelegt. Ihr seht gar nichts, schön. Aber jetzt, ich habe hier bei 0 angelegt. Dann bei 4 cm eine Markierung gemacht und das mache ich hier auch noch so ungefähr mittig. So, dann lege ich die beiden wieder aufeinander und jetzt fixiere ich das. Rechts und links. Und dann nehme ich mir meine Crocodile. Ihr müsst höher, sonst seht ihr nichts. Wir müssen ja beide was sehen. Ne? So. Und dann mache ich mir ungefähr so mittig das Loch. Und hier auch nochmal. Gut, und dann kleben wir das Ganze zusammen und zwar, so haben wir das jetzt und jetzt machen wir hier Kleber drauf und kleben das hier schön an der Falzlinie entlang. Schaut, dass ihr schön gerade kommt. So. Dann drücke ich das gut an. Mal gucken, ob ich das mal gerade größer kriege. Genau, damit ihr das mal im Ganzen seht. So sieht das jetzt erstmal aus, wenn wir das so zusammengeklebt haben. Hoppala, hier ist ein bisschen verschoben. So.
Ach, jetzt habe ich hier vergessen, den Knick zu machen. Entschuldigt. Ihr müsst natürlich da, wo wir das Dreieck machen, müsst ihr das noch so umfalzen. Das habe ich jetzt vergessen. Aber das können wir ja jetzt noch nachholen. Das knickt ihr so leicht an, sodass das nach innen zeigt. Entschuldigt. Schaut. So. Dann wenden wir das Ganze. So. Knicken hier diese Klebeleiste um. Und machen uns da auch Kleber drauf. So. Und dann holen wir das einfach rüber und kleben das zusammen. So, und jetzt kann ich euch auch wieder so rein. Halsbein drüber, hier auch. So, dann können wir das hochklappen und dann machen wir das so, wir klappen erst, schau ich mal, na jetzt habe ich hier gleich alles verstellt. Noch ein bisschen kleiner. Ja, wir klappen erst einmal das große runter, dann machen wir das dann hier drauf und kleben das so. Also, mein Kleber. Jetzt hatte ich, heute ist eine Woche her, dass ich gebastelt habe. Ich kam gar nicht dazu. Aber einmal die Woche muss drin sein. So, das machen wir hier dann auch noch. So. Dann klappen wir uns das erstmal so. Und dann machen wir hier auch noch Kleber drauf. Dass ich hier gerade komme, drücke das erstmal von außen und dann von innen gehe ich schon noch mal schön dadurch. Gucke ich, dass ich auch alles erwische. So, und wenn wir das haben, können wir das so schön zusammen machen. Das bin ich immer. Also ich habe heute viel mein Handy verstellt. Ich glaube, so ist besser. So, so sieht das Ganze dann aus. Dann habe ich mir ein Schleifenband genommen. Dann erstmal fixiere ich mir. Nee, erstmal ziehe ich das Band durch. Dann hier noch und hier noch durch, wenn das anfängt auszufransen, dann ist es echt. Schneide ich nochmal ab. Na. So.
was ich dann mache, um es mir ein bisschen einfacher zu machen, ich nehme meine Klammern wieder, mache das erstmal hier zusammen. So. Und binde mir dann eine Schleife. So, fixiere mir das hier nochmal in der Mitte. So. Mhm. Und so. Jetzt kann das auch ab. So. Und dann schneide ich mir noch das oder kürze mir noch die Schleife. So. Und so sieht das dann erstmal aus. Und jetzt, ihr Lieben, dekoriert ihr wieder nach Lust und Laune. Ich habe es halt so gemacht, ich habe mir wieder diese Stanzen genommen. So, die habe ich mir dann ausgestanzt. Und ich mag ja dieses Filigrane so. Und dann habe ich mir das auf die Verpackung geklebt. Schaue ich mal, dass hier jetzt auch was rauskommt. Ja, jetzt kommt was. Mache ich mir überall so ein wenig drauf. So. Habe ich mir das hier so schräg drauf gemacht. Ist mal leicht angedrückt. Dann das hier genommen. Überall etwas drauf gemacht. So. Klebe ich mir dann noch so hier rüber. So, und meine Hände kleben auch wieder. Und dann halt noch dieses hier. Na, jetzt will's nicht. So, dann mache ich mir hier auf den Blättern noch Kleber drauf. So. Und dann können wir den auch wieder zumachen. Hier ist eine Ecke, steht die noch ab. So, jetzt mal gucken, wie das am besten noch aussieht. So. Hier habe ich aber nicht sauber gearbeitet. So. Na, meine Hände kleben mehr. Ein bisschen drücken wir noch mal leicht nach. Dann habe ich mir noch so eine Schleife hier wieder gemacht, so einen Klebepunkt genommen. Der ist gar nicht hier drin, der ist hier. Jetzt brauche ich meinen Piekser. Wo habe ich ihn? Hier nehme ich mir noch so einen Klebepunkt. Den klebe ich mir hier so drauf und dann mache ich mir das hier noch so dran. So. Ich glaube, das kann etwas tiefer. So.
ihr Lieben. Und dann habe ich mir einen Stempel aufgestempelt mit dieser Stanze. Ihr kennt sie bereits von mir. Das hier mit dem Oberteil ausgestanzt. Mir da auch wieder Klebepunkte. Drei Stück drauf gemacht. Entschuldigt, aber gerade kleben meine Finger mehr als das Papier kleben soll. So, das wieder abgemacht. So, und mir dann hier so drauf geklebt. Und dann zum guten Schluss habe ich mir wieder Glitzersteinchen genommen. So ein hier. Nehmen wir mal noch einen großen. Den mache ich mir hier oben. Hoppala. Hier so hin. Und noch einen kleinen. Der will nicht. Dann nehme ich den. Und den habe ich mir hier schon so drauf gemacht. Und schon, das mache ich mal alles zur Seite. Jetzt mache ich euch mal Grüße. Gucken, ob es funktioniert hier auf meinem Handy. Nee, kleiner mache ich euch, ich habe das gesehen. So, so, so ist besser. Das legen wir alles hier rüber. Ihr Lieben, so sehen die Verpackungen aus. Von der Seite, von hinten. Und die sind auch mal richtig groß. Und da könnt ihr, schaut mal, hier klebt auch alles. Ich klebe heute. Toll. So, und da könnt ihr eine Menge Zeug reinmachen und verschenken. Ihr lasst euch wieder was einfallen, bin ich fest von überzeugt. Ihr Lieben, das war's auch schon. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag und schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis bald, eure Heidi.